Warum harte Arbeit dich nicht reich macht. Ja Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video geht es um Hasseln, es geht um Reinklotzen, es geht um richtig harte Arbeit verrichten. Und schon mal direkt vorweg gesagt, keine Angst, ich sage nicht, dass harte Arbeit nicht ein Schlüssel zum Erfolg oder zum Reichtum ist. Aber harte Arbeit ist garantiert nicht der einzige Schlüssel. Viele Menschen denken, wenn sie hart arbeiten und nur hart arbeiten und reinklotzen und reinklotzen und reinklotzen, dann werden sie erfolgreich. Aber frag dich einfach mal, wie viele Menschen du kennst, die hart arbeiten, aber überhaupt nicht erfolgreich sind. Ja, oder nicht sehr erfolgreich sind in dem, was sie machen. Das Ganze ist ab und zu erforderlich, ja, aber es ist nicht der einzige Schlüssel. Ja, es ist nur ein Element und ich werde dir in diesem Video vier Elemente sagen, die essentiell wichtig sind und auch wissenschaftlich belegt sind, um erfolgreich zu werden. Aber kommen wir nochmal zu dem Prinzip harter Arbeit. Denk einfach mal an Bauarbeiter, denk an andere Menschen, die einen schweren körperlichen Beruf ausüben. Ich zum Beispiel habe Fahrzeuglackierer gelernt. Ist das anstrengend? Habe ich hart gearbeitet? Ja. Habe ich damit viel Geld verdient? Nein, ich bin nach der Lehre ans Fließband gekommen und habe dort gearbeitet. Aber selbst wenn ich als Fahrzeuglackierer weitergearbeitet hätte, hätte ich nicht mehr verdient. Im Gegenteil, ich hätte noch weniger verdient. Und das zeigt uns, dass harte Arbeit alleine nicht der Schlüssel zum Erfolg ist. Aber wenn harte Arbeit nicht alleine der Schlüssel zum Erfolg ist, was ist es dann? Es ist ein Zusammenspiel aus vier Dingen. Wie lauten diese vier Dinge? Es gibt einen Persönlichkeitstest, der von Wissenschaftlern als der am besten bzw. akkurateste Test bezeichnet wird. Dieser Persönlichkeitstest nennt sich Hexaco. Mit dem Hexaco-Test siehst du verschiedenste Merkmale deiner Person. Du siehst also, bist du ein Mensch, der ehrlich ist? Bist du ein Mensch, der fleißig ist? Das ist auch eines der Merkmale und ganz, ganz viele verschiedenste Merkmale. Und dieser Test, Hexaco, ist in verschiedene Bereiche untergliedert. Und einer der Bereiche nennt sich Conscientiousness oder auch Gewissenhaftigkeit auf Deutsch. Und dieser wiederum teilt sich wieder in vier Unterbereiche auf. Nämlich erstens Organisiertheit, zweitens Fleiß, drittens Perfektionismus und viertens Besonnenheit. Wir werden uns diese Bereiche nun einmal genauer ansehen. Fangen wir mit dem ersten an. Organisiertheit. Ich muss mich organisieren können. Wenn ich unternehmerisch Erfolg haben möchte, muss ich mich zumindest ein bisschen organisieren können. Ich muss mich managen können. Ich muss in der Lage sein, meine To-Do-Liste zu schreiben und diese organisiert abzuarbeiten. Ich muss in der Lage sein, wenn ich zum Beispiel ein Online-Business aufbaue, meine Dateien wiederzufinden und diese zu sortieren, Ordnung zu halten. Ich muss in der Lage sein, eine Firma organisiert zu führen. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich, der absolut nichts mit Hasseln zu tun hat. Das ist aber ein sehr wichtiger Bereich. Bereich Nummer zwei ist Fleiß. Ja, das ist das, was wir sozusagen in der heutigen Zeit als Hasseln bezeichnen. Gary Vee ist ja jemand, der den Begriff extrem geprägt hat. Hasseln, Hasseln, Hasseln. Ja, ist aber wie gesagt nur ein Bereich. Es ist erforderlich, um erfolgreich zu sein, aber es ist nur ein Teilbereich. Ja, da möchte ich jetzt nicht mehr genau darauf eingehen, denn was Hasseln ist, wissen wir durch die unzähligen Social Media Posts, die uns das den ganzen Tag sagen, sowieso schon. Die dritte Eigenschaft nennt sich Perfektionismus. Und wenn du schon einige meiner Videos gesehen hast oder von anderen Leuten schon Videos gesehen hast, dann wirst du von den erfolgreichen Leuten zumindest immer wieder hören, dass Perfektionismus nicht gut ist. Und das ist es auch nicht. Es ist nicht gut, wenn wir zumindest am Anfang zu perfektionistisch sind. Warum? Weil es uns hindert, voranzukommen. Was ich hier meine, ist einfach nur ein Perfektionismus 80-20 mäßig. Ja? Das heißt, dass du nicht schluren solltest in deiner Arbeit. Du solltest also beispielsweise in einem Online-Business Links gegenchecken. Bevor du eine Kampagne aufsetzt, eine Facebook-Kampagne, Facebook-Marketing-Kampagne beispielsweise, solltest du gucken, funktionieren die ganzen Links? Habe ich Rechtschreibfehler in meiner Anzeige? Und so weiter und so fort. Das Ganze gilt natürlich genauso wie für deine Produkte. Ja, funktioniert die Logistik, wenn es ein physisches Produkt ist? Ja, hast du das Ganze überprüft? Hast du das Ganze getestet? Ich rede wirklich von einfachem Perfektionismus. Ich rede nicht davon, perfektionistisch zu sein. Ja, jedenfalls nicht am Anfang und nicht
dich nicht zu sehr darauf zu fokussieren, weil das wiederum hindert uns dabei, ja, eben voranzukommen. Die Leute, die erfolgreich sind, gehen sehr unperfektionistisch an Dinge am Anfang ran, haben dadurch schnelle Erfolge und bauen ein Momentum auf. Und dieses Momentum musst du aufbauen, aber natürlich solltest du deine Arbeit immer wieder überprüfen. Und die letzte Eigenschaft nennt sich Besonnenheit. Was zur Hölle ist Besonnenheit, fragst du dich jetzt vielleicht. Guck mir an, was Wikipedia dazu sagt. Ich habe mir das Ganze extra rausgesucht. Wikipedia sagt, Besonnenheit bezeichnet im Unterschied zur Impulsivität die überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit, die besonders auch in schwierigen oder heiklen Situationen den Verstand die Oberhand behalten lässt, um vorschnelle und unüberlegte Entscheidungen oder Taten zu vermeiden. Das, meine Lieben, ist die wichtigste Eigenschaft. Es ist nämlich die Eigenschaft, nicht auf seine Impulse zu hören, nicht Instant Gratification Jagen zu sein, also auf gut Deutsch gesagt, immer sofortige Befriedigung für alle Bedürfnisse haben zu wollen, sondern Dinge wirklich aufschieben zu können, Weisheiten anzusammeln und bewusste Entscheidungen gegen die Emotionen zu haben. Ja, bewusst sich zu sagen, hey, ich gucke jetzt heute kein Fernsehen, ich werde mich heute nicht ungesund ernähren, ich werde heute nicht schlechte Laune haben und damit mein Team auf den Sack gehen oder wie auch immer, ja, sondern ich habe meine Emotionen im Griff und ich weiß, dass das, was ich erhalte, wenn ich lange und ausdauernd auf mein Ziel hinarbeite, viel besser ist, als meinen Impulsen nachzugeben. Ja, das sind die vier Bereiche und wie gesagt, Fleiß, ja, Hasseln, reinklotzen ist einer der Bereiche, aber garantiert ist es nicht das alles Entscheidende. Ja, das ist garantiert nicht der Fall. So, jetzt würde mich interessieren, wie du das Video fandest. Gib mir gerne einen Daumen hoch, schreib mir gerne einen Kommentar. Und falls du jetzt sagst, hey, das finde ich interessant, ich möchte noch mehr darüber erfahren, wie ich mir ein eigenes Business aufbaue, und zwar auch, wenn ich noch keine Vorkenntnisse habe und bei Null stehe, dann klick hier auf den Link. Ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen und ein Like freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute, ciao.